Mechanics, Boss Mechanics, der zweiteinfachste Boss in Throne and Liberty. Ja, was ihr alles beachten müsst, erkläre ich euch in diesem Video. Also, ich habe euch ja schon mal erklärt, dass ihr euch die Verwandlung am besten Fall auf so eine Taste an eurer Gaming-Maus legt, dass ihr die schnell einsetzen könnt. Weil das ist wirklich sehr wichtig bei dem Boss. Der postet, beziehungsweise der setzt hier so Sensen ein, und dann müsst ihr euch instant sofort auf in eure Wolf-Dings verwandeln. Und dann im Uhrzeigersinn hier rumlaufen, hat einfach nur die Idee, dass man so den meisten Damage vermeidet. So, wenn er dann das hier postet, alle in den Kreis. Jetzt habe ich keine Ausdauer zum Blocken. Wenn ihr Ausdauer zum Blocken habt, blockt den zweiten Sensenschwung dann in dem Fall, was ihr da eben gesehen habt. Der erste macht eh keinen Damage, wenn alle im Kreis sind. Aber den zweiten Sensensprung solltet ihr, Schwung, Sensenschwung solltet ihr dann blocken, wenn alle, wenn ihr Ausdauer habt, genau. So, was noch wichtig, war das schon alles von den Mechanics her? Ach so, der macht eine AOE, wo der was sagt vorher, da müsst ihr dann auch Q drücken, als Zweihandschwertspieler, logischerweise. Zeige ich euch. Das Timing davon ist ein bisschen schwer, weil der postet den Angriff meistens direkt, wo der sagt, hier. War ein okayer Block. Q blocken, ja, soll man sagen. War okay, war jetzt nicht der beste Block, aber war ganz okay. Dann macht sicher, dass ihr immer Weltenbaumblätter und Heiltränke dabei habt. Das ist auch so ein Noob-Fehler. Jetzt haben wir wieder die Sensen im Urkreis. Ne, wie soll Urkreissinn, wollte ich schon sagen. Uhrzeigersinn laufen. Der eine hat es jetzt falsch gemacht. Uhr geht so rum. Ist aber nicht ganz, also nicht ausrasten, wenn es einer falsch macht. Das ist so gesehen nicht so schlimm eigentlich. Also schlimmer ist, wenn halt alle so Trash-Equipment haben. Dann müsst ihr es perfekt machen. So, jetzt wieder blocken. Wenn er das sagt, ja, Q drücken. Was war noch? Genau, denn wenn er den Kreis macht, müssen halt alle in den Kreis. Das machen Anfänger auch falsch, aber je länger das Spiel draußen ist, desto mehr Leute, die halt alles verstehen, spielen es. Und dann wird es weniger ein Problem sein. Am Anfang ist es noch ein bisschen ein Problem, aber ihr seht, wir sind jetzt so bei 50% läuft bisher alles ganz tutti. Ihr müsst halt bei den Mechanics einfach aufpassen. Jo. Und hier ist Range DPS besser. Ihr seht, der bewegt sich sehr viel, der Boss. Da ist Range DPS wichtig und ein Healer ist auch wichtig. Haben wir alles. Jo. Also, das optimale Setup ist es jetzt nicht. Dafür haben wir zu viele Melees. Oh, Alter, die AOE ballert rein. Oh, und direkt die Sense natürlich. Hier müsst ihr so ein bisschen mit eurer Ausdauer haushalten. Oh, der hat zum Beispiel wieder falsch gemacht mit dem Laufen. Und dann alles schnell hier. Zack, zack, zack. Gut, verstehen zum Glück die meisten Leute, wie das funktioniert. Und jetzt den zweiten Blocken. Jetzt hatte ich perfekt genug Ausdauer. Genau. Wenn da irgendwelche Leute rumheulen, ey, du blockst falsch oder so, die Leute sind meistens nicht so clever und verstehen nicht, dass ihr keine Ausdauer dafür habt. Ne? Weil das Block-Timing ist ja nun nicht so schwer. Man hat halt manchmal keine Ausdauer dafür. Genau, aber in dem Fall habe ich eine gute Random-Gruppe, da hatte ich schon schwierigere Fälle. Da hatte ich schon schwierigere Fälle, du, das hier ist eine gute Random-Gruppe. Für Gruppentafel einfach joinen. Vor allem, das war auf 1600 gestellt, Gearscore 1600, gehen viele meisten nicht rein, denken absolute Noobs. Also für das ist es eine sehr gute Gruppe, muss ich loben, diese Randoms. Danke, danke für euren Beitrag hier in dem Video. Da seht ihr ja oben links die Gruppe. Gar nichts. Ja, ist der zweiteinfachste Boss. Wenn ihr es fünfmal gemacht habt, ist es ein Kinderspiel. Wenn ihr jetzt neu in dem Spiel seid, ist vielleicht ein bisschen schwer, aber fünfmal machen, dann habt ihr es verstanden, würde ich mal sagen. Oh, Kreis. Und dann immer in die Mitte, wenn ihr der seid mit dem Kreis. Den ersten Sprung müsst ihr nicht blocken, aber der zweite werden. Ja. Hatte ich jetzt wieder nicht genug Ausdauer zum Blocken. Weil ihr verliert ja Ausdauer logischerweise durch das Hin- und Herrennen. Oh, da müsst ihr manchmal aufpassen. Ich würde hier nicht übermütig werden. Ich hatte schon Fälle, dass wir denen nochmal gefehlt haben bei 1% oder so. Das passiert. Weil manchmal wird man dann übermütig. Der Boss ist schon fast down und dann alle down. So. Aber in dem Fall dürfte es ein Success sein. Dann schnell die Truhe. Und ja, Karnix, der zweiteinfachste Level 50 Dungeon Boss. Ich wünsche euch, oh, viel Spaß beim Farmen. Und wir haben. Oh, lila Helm! Oh, beautiful, beautiful. Bis zum nächsten Video. Ciao.